Und damit hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Dungeon Siege Let's Plays, wo wir letzte Folge ja hier bei dem Vendor angekommen waren, der angeblich nur Tränke hat, aber wohl jetzt doch noch etwas mehr. Und wir diese Folge eine Dingensfolge machen werden. Wir kaufen und verkaufen alles Mögliche und schauen mal, wie wir auf unser Leben klarkommen. Wie ihr das bereits von mir gewohnt seid. Das geht erstmal noch dahin. So. Und jetzt wird erstmal alles, was wir hier haben, alles verkauft. Ist alles uninteressant. Ist alles alter Loot. Und dann schauen wir gleich mal, was es hier alles zu kaufen gibt. Ob wir hier vielleicht irgendwie was Tolles kriegen. Ob wir diesen einen Zauber, wo man Items mit zerstören kann, haben wir ja schon gesagt. Den haben wir hier nicht gefunden. Der ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir verkaufen erstmal trotzdem alles. Ihr seht ja auch, dass wir hier echt guten Loot dabei haben. Echt viel, meine ich. Mal gespannt, wir waren bei 320.000, glaube ich, am Anfang der Folge. Ich habe nicht genau geschaut. Irgendwas um die 300.000. Wie weit wir jetzt hochflutschen. Und ob es überhaupt irgendwas gibt, was wir uns überhaupt dafür leisten können. So. Hokus Pokus, seht nur hier. Herrin von Epp. Oh, die eitlen Gecken. So. Der hat noch was dabei gehabt. So. So, jetzt fangen wir an. Wir schauen, was es hier zu kaufen gibt. Vermutlich nur unsere eigenen Scheiß. Von daher Zweihandwaffe uninteressant. Zweihandwaffe uninteressant. Einhandwaffe. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben 1 Million. Wir haben ernsthaft 1 Million Göldchen. Geld. Eieiei. So, die hier, was habe ich für eine Waffe? Meine macht 60 bis 90. Die macht. Können wir lassen. Auch wenn die einen Stärke gibt. Ne, also Waffen haben wir nicht. Schilde. Weil ich Schild gibt. 31 plus 13. 43 Rüstung gibt mein Schild. Das haben wir ja selber gefunden gehabt. Das wäre sogar besser. Aber es eigentlich nicht, ist es nicht wert. Das minimale Update. Auch nicht. Also das hier wäre besser. Das hat 45 Verteidigung. Das hier hat 44. Aber ja, keine Ahnung. Eigentlich ist mir die 19.000 völlig egal. Ich wollte gerade sagen, was soll der Geiz? So, einfach mitnehmen. Ein Rüstungspunkt, scheiß drauf. So. Was ist denn Scheiß? Eine kleine Updates zu kaufen. Okay, weiter geht's mit Rüstung. 100.000, 33 Stärke, 222 Verteidigung. Okay, das sagt mir zu. Haben wir da noch was Besseres hier? Mit mehr? Nö. Das nehmen wir, das Ding. Das ist gekauft. 222 Verteidigung. Gucken wir mal kurz, wie unsere Verteidigung jetzt hochgeht von 352 auf 402. Ist ein Deal. Sofort. Machen wir. Weiter geht's. Das haben wir als Schuhe. Schuhe. Schauen wir als nächstes Schuhe. Geschicklichkeit, nö. Wie viel geben meine Schuhe aktuell? 19 plus 6, das sind 25. Das sind hier schon mal mehr. Das hier sind 27. Weniger. Schuhe waren wir, ja, Schuhe. Nee. Nichts dabei, wo ich sage, das hole ich mir jetzt. Also kaufen wir uns die hier. Wie gesagt, wir haben echt die Kohle weg. Also, ne. So, als nächstes Kopf. Kopf. Kopf haben wir was aktuell. Ein Nahkampfpunkt, der ist wichtig. Ansonsten 17 Verteidigung. 24 Verteidigung. Wir könnten den Nahkampfpunkt wegschmeißen. Wir haben mittlerweile eigentlich genug Nahkampfpunkte, dass ich eher auf Rüstung gehen würde. Der Nahkampf ist nicht mehr ganz so wichtig, dass ich den pushe, bin ich ganz ehrlich. Ich würde eher die Def hochziehen bei dem Charakter mittlerweile. Deswegen bin ich dazu geneigt, diesen Kopf anzuziehen. Mit 24, das hier sind 17. Ja, scheiß drauf. Wie gesagt, dieser eine Punkt. Weg damit. So,
Hier haben wir noch ein paar Ringe, die habe ich ihnen aber verkauft. Da dürfte nichts dabei sein. Nope, nope, nope. Und hier haben wir die ersten großen Pötte haben wir hier. Die werden wir auch auffüllen. Das lohnt sich dann auch mal, die zu kaufen. Gut, schauen wir erstmal ganz kurz. Hände fehlen noch. Hände, Hände, Hände. Ich gerade schauen, ob ich noch bei Magier was hab. Hände. Ein Stärke und 24 Rüstung. Da müssen wir mal schauen. Ja, ich war zu gut aus. 26 Rüstung, aber keine Stärke. Nee. Die Hände werden wir nicht getoppt bekommen. 18. Nope. Nope. Okay, dann unseren Magier uns angucken. Der ja erstmal bei Waffenstäbe. Was ist denn der Stab? Was ist denn ja ein Intelligenzpunkt? Hätte ich auch gerne weiterhin. Aber. Kann ja fast nichts tragen. Selbst der beste Stab hier. Nicht das, was ich brauche. Nee. Ich glaube, das sind alles unsere verkauften Stäbe. Das können wir lassen. So Schilde. Schild hat sie ja eins an. Das gibt was? Einen Intelligenzpunkt. Hier hat sie nichts. Rüstung. Wir können einfach von vorne direkt anfangen zu gucken, weil so viel hat sie nicht. Was gibt das hier? Ein Naturzauber? Alles klar. Sie braucht auch keine Rüstung. Fernkampf. Oh, zwei Naturzauberpunkte auf Schuhe. Die eine Intellekt. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal zurückgetauscht, glaube ich. Ah, ich glaube, ich habe das zurückgetauscht, oder? Nee, das habe ich niemals gesagt, dass ich das... War mir der Intelligenzpunkt war mir, glaube ich, mal wichtiger. Ein Naturzauberpunkt auf Kopf. Naturzauberpunkt auf Kopf. Zack. Brauche ich einen Intelligenzpunkt? Brauche ich nicht. Nicht unbedingt. Dann ziehen wir die Schuhe jetzt hier an. Spezialisieren sie jetzt, dass sie da höher kommt. Schau noch weiter, ob noch mehr hier ist. Ich weiß, so eine Vendor-Folge ist jetzt nicht super interessant. Aber... Das sieht nicht danach aus. Nee. Okay. Jetzt müssten wir Tränke kaufen. Und zwar nicht gerade wenige. Und zwar am besten füllen wir den hier auf. Das hier mit STRG-Klick. Das geht damit. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier ganz stumpf Folgendes. Wir befüllen den Esel einmal vollständig. Und dann hat sich die Sache. Ja, das machen wir so. Weil dann haben wir noch große und kleine dabei, bevor ich jetzt die kleinen hier alle verkaufe. Die verbrauchen sich schon. Mir sind die großen hier wichtiger. Vor allem auch, dass wir davon auch Heiltränke haben. Den Rest füllen wir jetzt mit Mana-Tränken auf. So, sieht das gut aus? Ja, das können wir so lassen. Zack, so. Das sieht jetzt einigermaßen schick aus. Pokus Pokus, seht nur her, Herrin von App. Und noch viel mehr. Der Rest verbraucht sich hier von alleine. Das ist alles jetzt leer. Hier, das ist wieder alles jetzt absichtlich voll. 1000 und 1400 Mana. 1400 Mana, kann ich überhaupt so viel? Nee, guck mal, wie lange sie daraus süffeln kann. Alles klar. Immer noch 800.000 Gold, von daher. Alles gechillt. Und wir machen mal weiter, was uns hier erwartet. Ich vermute ja, dass es jetzt bald... In dem Punkt, wo es wird sehr gefährlich geht. Was wir einfach noch rauskriegen. Wir können jetzt richtig gut heilen. Zauberbuch. 109 Leben können wir jetzt hochheilen.
Also es hat sich auf jeden Fall jetzt mal richtig gelohnt, dass wir die Dinge hochgezogen haben. Wie viel Leben hat er denn? 1055 Leben hat er, alles klar. Dass wir die Naturzauberpunkte hochgewonnen haben, sie hat in Stärke gewonnen. Ja, okay, brauche ich jetzt nicht. Aber das war, denke ich, jetzt eine gute Entscheidung, dass wir sie jetzt einfach spezialisiert haben und gesagt haben, scheiß auf den Rest. Was kostet die Welt? Wir nehmen einfach das, was wir brauchen. Weil ich glaube, wenn ich sie nicht spezialisieren würde, würde das auf Dauer richtig nach hinten losgehen. Und Intelligenz hat sie jetzt eigentlich genug. Scheiß drauf. Die Intelligenz geht schon von alleine noch nach oben, hoffe ich einfach mal. Mann, war das hier viel gerade? Viel Kleinkram, aber viel. So, fix das Geld da looten. Das ist nichts. Ich vermute übrigens auch, dass wir jetzt bald in die Höhle ankommen. Die ist, wo ich gesagt habe, da weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Betonung liegt aber immer noch darauf, dass ich das nur vermute. Genau wissen tue ich es natürlich nicht. So, das passt einigermaßen. Eigentlich easy going. Ihr merkt auch, dass es bei ihm völlig egal ist, dass er jetzt nochmal die Waffe nicht mehr so hoch geskillt hat. Erstens, er haut jetzt wieder länger zu, das heißt, er skillt höher. Und zweitens, 20 Mana-Punkte kann sie haben. Und zweitens, dadurch, dass ich höher skille, habe ich auch noch den großen Vorteil, dass ich da besser werde, also erstens erst skillt höher und zweitens erst besser equipped so rum. Also er ist Tankiker und das Tanky ist ja aktuell eine sehr wichtige Eigenschaft von meinem Charakter, die ich nicht verachten sollte. Aber wenn der nicht mehr richtig Tanky ist, dann mache ich ein dummes Gesicht. Ah, das war so klar. Komm du mal her und hau das. So. Mit nichts anderem gerechnet, außer dass sowas passiert. Ich muss mich hier gleich echt erstmal ein bisschen umschauen. Hier rechts scheint der richtige Weg zu sein. Wie gesagt, die Fackeln sagen, wo es lang geht. Ach du Scheiße. Okay. Es ist allen klar, was wir vorhaben. Hoffe ich. Dahin. War ein grauer Umhang. Darf ich nachher nicht vergessen. So, und du dahin. Und jetzt kommt der Heiler nachgelaufen. Schlecht, 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 schlecht. Ja, eindeutig schlecht. Da drauf. Kann ich das kurz tanken? Kannst versuchen. Jetzt haben wir es. So. Jetzt heil ihn mal hoch. Jetzt wisst ihr, warum er so tanky war. Mann, Mann, Mann. Das war eindeutig wieder unnötig schwer. Weil da hinten war ein Item, was ich unbedingt noch aufheben möchte. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie die Itemfarben im Dungeon Siege genau funktionieren. Ist das eine Farbe, die ich selten sehe? Die Standardfarbe ist ja blau, die ich sehr, sehr häufig sehe und meistens auch anhabe. Deswegen ist ein solcher Umhang grundsätzlich erstmal von großem Interesse. Der da unten. So, erstmal looten. Danach kannst du klatschen. Ich muss mich gleich erstmal umschauen. Oh, 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 oh. Das passiert mir heute etwas zu häufig. Meiner Meinung nach. Ich erstmal umschauen, was hier der richtige Weg ist. Weil das sieht momentan alles nach optionalen Weg aus. Ja, okay. Hier ist wieder Party. War so nicht geplant, aber ist so passiert. Können wir auch mal richtig reinheilen, wie ihr seht.
Uiuiui. Wieder laufen überall die Mobs weg. Hoffentlich läuft mir nichts entgegen. Ulora hat Intelligenz gewonnen. Sehr gut. Wird von alleine intelligenter. Das wäre eine interessante Frage. Wird ihre Intelligenz höher, wenn sie einen höheren Zauberrang hat? Das wäre mal so eine Frage, die tatsächlich auch so spielspezifisch ist, dass ich sage, die Antwort wäre jetzt nicht völlig sinnlos zu erwähnen. Du musst es mal so rum. Oh shit. Wir haben was geändert, was wir nicht ändern sollten. Du gehst da bitte hin. Du haltst dich weiter und einmal kurz ihn, wieder sich. Okay, so. Jetzt müssen wir jetzt mal kurz den Überblick verschaffen. Scheiße. Sind das viele? Hat gleich Level up. Oh oh. Könntest du ganz schnell in diese Richtung laufen? Nein. Das war knapp. So. Hochheilen mit ihm. Los, er muss hoch. Eieiei. Das war so überhaupt nicht geplant. Das Level up hättest du aber ein paar Sekunden früher haben können, du Arschloch. Jetzt mal ernsthaft. Meine Fresse, war das knapp. So. Zweihandwaffe. Jetzt haben wir uns das hier endlich mal anschauen. Ich werde es vergessen. Brauche ich nicht, ist Müll. Mann. Uff. Okay, wir holen erstmal unsere Viecher da hinten ran. Alter Verwalter. Wir haben nicht mal viel geschafft. Wir haben einfach nur haufenweise Mobs geknödelt. Und geknödelt trifft es in diesem Fall wirklich sehr gut. So, gucken wir erstmal hier den rechten, den linken Rand an. Ist hier noch irgendwas? Ja, ist sogar noch was. Alles klar. Und dann dahin. Du läufst los. Bis du da bist, müsste eigentlich alles Wichtige schon tot sein. Und alles zusammengepult. Genau. So war der Plan. Also hier waren wir jetzt tatsächlich gerade mal so, zum Glück ist unser Charakter so stark. Zum Glück habe ich den einigermaßen sinnvoll geskillt. Jetzt, wir kommen langsam in den Bereich an, wo die Skillung, so ihre Vorzüge zeigt. Auch wenn mein Heiler vielleicht etwas schwach auf der Brust ist, obwohl er mit Naturzauber 14 durch das Equipment jetzt doch einiges gewonnen hat, ist er etwas schwach auf der Brust, aber... Das Tanky-Sein von meinem Hauptcharakter hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da geht nichts drüber momentan. So, was haben wir jetzt hier? Hier oben müssten irgendwo noch ein paar dieser Viecher sein. Genau. So. Die müssen wir zuerst klatschen. Immer bevor wir den Rest machen. Eieiei. So, den da. Und jetzt erstmal das dort. Und dann kannst du zum Heilen hinlaufen. Und jetzt sollte ich das hier in Ruhe hochheilen können, während er... ja, ein bisschen Trash noch haut. Sodass er eigentlich schon fast gar keine Heilung braucht. Fast schon langweilig. Und ihr wisst, denke ich, mittlerweile auch, warum ich die Sümpfe als so anstrengend empfinde, weil die halt wirklich sau groß sind und echt viel von einem abverlangen. Schau ich das hier einfach wieder an, was jetzt hier schon wieder los ist. Das muss gerade alles ohne Heiler klappen. So, das da. Wieder einmal hart drücken, das nützt alles nichts. Dahin, los. So. Dahin.
wieder hauen los. Hau sie. Und jetzt den Baum. Und jetzt kannst du nachlaufen. Wir hoffen, dass das noch passt. Das passt natürlich nicht. Es passt natürlich nicht! Das war so klar. Ich glaube, das wird ein Vibe. Och, das passt noch. Wenn jetzt nichts auf mich zuläuft, passt das. Wir haben zwar einmal gerade zwei Heiltränke verschwendet, aber egal. Es war auch viel relativ teuer, das zeige ich euch gleich im Inventar, wie leer das geworden ist. Aber dadurch, dass ich es noch gegenheilen konnte, was zwischenzeitlich nicht danach aussah, passt das noch hier im Inventar. Da seht ihr die Lücken. Und die Lücken halten sich in Grenzen. Ich hätte gedacht, das ist schlimmer. Oh, ist das denn? Marshall-Handschuhe. Das sieht aber jetzt schon wieder sehr über aus, was hier gedroppt ist. Als ob es sich gelohnt hätte. So, hier ist der Rand. Also wir sind tatsächlich, so wie ich es vermutet hatte, ziemlich am Ende. Marshall-Handschuhe. Okay, was ist das hier? Mhm. Gibst ihr mal das und hebst das auf. Die Marshall-Handschuhe sehen zwar geil aus, aber sie sind halt nicht so geil, wie zunächst gehofft. Erhofft. Der Rest ist auch alles nichts Besonderes. Okay, wir gehen ganz kurz unsere Eselschar holen. Wenn ich glaube, dass ich hier unten im Wasser noch ein paar vergessen habe. Habe ich auch. Du mal ins Wasser. Das war nämlich gerade auch sowas, was mir gerade fast das Genick gebrochen hat, weil mein Heiler meinte, er muss durchs Wasser laufen. Und das einfach mal gerade eine scheiß Idee war, durchs Wasser zu laufen. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft, von daher alles gut. Ja, heb du die auf. Wir sind auf dem Weg zu unseren Eseln, die wir bald mal mitnehmen müssen. Die hier noch ganz am Eingang stehen. Meine Güte, sind wir weit gelaufen. Ist ja schon fast unglaublich, wie weit wir gerade gerannt sind. Okay, so einmal alles auf die Esel. So. Bin übrigens froh, wenn wir dieses Sumpfgebiet verlassen und wieder in ein, nicht so weitläufiges Gebiet, sondern eher so eine Art, ich sag mal, engstirnig ausgedrückt, eher so was Kleineres kommen, was so geradlinig verläuft. Also so linear. Da bin ich da wieder glücklich mit. So, jetzt machen wir uns erstmal die rechte Seite. Gucken wir uns jetzt erstmal an. Die linke ist ja jetzt geklärt. Jetzt mal gucken wir uns die rechte Seite an. Wenn ich weiß, dass ich hier rechts schon einiges vorhin geklärt habe. Eher ungewollt, aber ich hatte es schon. Aber noch nicht vollständig, wie ihr seht. Ui. Das war aber knapp von dem, wie wir es gerade gehandhabt haben. Da ist noch was im Wasser. Und wie gesagt, ich war hier hinten schon so weit, dass wo es meine Maus ist, da ist die Wand auf der anderen Seite. Und der Eingang müsste ziemlich genau in der Mitte sein, wo wir hinwollen. Deswegen kann ich das gerade hier recht gemütlich von außen erkunden. Jetzt weiß ich nicht, ob hier im Wasser noch irgendwas ist. Ich weiß überhaupt gerade nicht, wo noch Monster stehen. Was ich alles schon mitgenommen habe. Ich weiß nur, dass mein Heiler mit muss und dass ich mein ganzes Equipment hinten aktuell stehen lasse. So. Hier hinten scheint wohl noch ein bisschen mehr zu sein, oder? Ja. Eindeutig. Fangen wir wieder damit an. Diesen Hexen hier. Die da, komm. Die hier hinten als nächstes, die. Und jetzt gehst du erstmal hier zurück. Ein Stück und haust da drauf rum. Und du gehst jetzt ran zum Heilen. Das könnte knapp werden. Schauen, ob wir das schaffen. Bin mir da nicht sicher. Das
könnte passen, das muss nicht passen. Uiuiui. Wer sieht auf dem ersten gut aus, dass wir ihn gerade genau gleich hochhalten. Ey, das war sauknapp. Wir haben wirklich die drei Viecher da hinten getötet und das war's. Fix einen Mana-Trank trinken, deswegen droppt er ein Stück. Die vier Hexen getötet und das war's. Und sind sofort wieder so gelaufen, dass mein Heiler mitlatschen kann. Passt alles gut. Sehr gut gemacht. Eine meisterliche Höchstleistung. Nein, eigentlich nicht. Die Puls hätten noch viel, viel feiner getuned sein können. Und nicht so einfach reinrennen und schauen, was kommt. Und danach alles wegklatschen. Ich habe auch noch unkontrolliert weggeklatscht. Ich habe ja hier, was habe ich bei Ihnen eingestellt? Nächstes Ziel angreifen. Ich habe noch nicht mal irgendwas weiter eingestellt. Aber egal. Solange wie alles liegt, fragt am Ende keiner, wie wir es geschafft haben. So konkret sieht es nämlich mal aus. So, Herrenschild ist schlechter, alles klar. Einmal speichern. Nase putzen. Ah. So, den Baum hier. Und danach auch das andere Vieh da links. Das sieht doch gut aus. Alles easy going. Also ich sehe hinten die Wand noch nicht. Das heißt, hier ist wahrscheinlich noch nicht Schluss. Das geht noch ein Stückchen weiter. Oh. Ich weiß auch nicht, wie viel weiter. Schlechter. Schlechter. Ich weiß nicht warum, aber man hat da irgendwann einen recht guten Blick schnell dafür, einzuschätzen, ob ein Item irgendwas wert ist. Ist klar. Das sieht schon nach ein bisschen mehr aus, was da ist. Ist nicht weggelaufen, sehr gut. Links ist was im Wasser. Hier rechts weiß ich nicht, ob das safe ist. Wir warten kurz, bis er zurückkommt, weil die sind alle eher hinter ihm. Genau, perfekt, so. Jetzt stelle ich mich hier hin. Also ich denke, das bisschen Update, was wir da gekauft haben, vor allem die Rüstung, dass er so tanky geworden ist und dass wir ihr so viel Naturzauber geschenkt haben. Ich denke, dass das echt ein sehr guter und sinnvoller Boost war, den ich eigentlich gar nicht so unbedingt missen möchte. Wo ich mich, glaube ich, geärgert hätte, wenn ich es nicht mitgenommen hätte. Kommt der jetzt gelaufen? Ja, ich glaube, der kommt. Kommen wir ihnen entgegen. Bevor mir gleich mein Heiler in den Rücken fällt. So. Bevor er ihn den Heiler in den Rücken fällt. Ah, dann hau ich ihn lieber doch gleich weg. Was haben wir hier noch? Ja, alles klar. Lass mal das noch weg. Lauf schon mal hin. Da ist noch ein Baum. Oh. Ich glaube, da muss ich... Nee, da muss ich nicht nachhelfen. Oder? Nee, passt. War ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob der meinen Heiler anvisiert hatte. Weil ich bin hier doch sehr stark am Rand mit den Heiler gelaufen. So, den Baum schaffen wir... Na, schaffen wir die Folge noch? Ja, klar, der geht noch rein. Los. Erst noch das Gewand und dann auf den Baum... Da ist noch einer. Ja. Der würde eigentlich auch noch reinpassen. Ihr seht, die Sümpfe sind echt groß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles habe. Aber hier drüben ist jetzt eine Plattform. Scheiße. Wie komme ich hier jetzt schnell wieder raus? Ich habe kein Problem mit dieser Plattform. Okay, da geht's raus.
Es ist ganz woanders. Das war nicht gut. Weil es nicht für unser letztes Safe-Game war. Okay, ganz woanders. Okay, Spiel laden. Wir laden an dieser Stelle neu. Und werden den Fehler hoffentlich nächste Folge nicht nochmal machen. Wo steht denn sie? Ach, hier. Wir waren auf der rechten Seite am Erkunden, richtig? Müssten die Viecher sein. Hier vorne das. Okay, alles klar, wir haben nicht viel verpasst. Das machen wir nächste Folge und dann werden wir auch nochmal nach da unten stürzen und das Ganze nochmal machen. Eine wunderschöne Falle. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage mir zum Schluss. Tschüss mit euch.